Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Das war gerade sehr kalt, meine Hände sind Eisklötze. Heute habe ich für euch die Luxury Box, die ist hier und das dürfte dann auch die erste für 2024 sein. Ja, und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen hineinzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ich war ja, als ich vor, ich glaube, einer Woche oder so die andere bekommen habe, so total hyped, weil ich dachte, ja geil, das ist ja die von 2024, die erste, aber das war ja die aus dem letzten Quartal 2023, war etwas weird, ne? Und ich fand sie auch nicht ganz so luxuriös. Ich bin gespannt, was wir jetzt hier zum Jahresstart finden werden. Die kostet nämlich nicht wenig, ne? Ab 49,95. Ich habe so ein Freunde, wir haben Freunde, Gedönsen, Möglichkeit, falls du möchtest, kannst du mich gerne dann anschreiben. Dann kann ich dir so ein Freunde, wir haben Freunde Code zukommen lassen. Aber ja, ich möchte mit euch jetzt mal in diese Box reingucken. All you need is love. And the luxurious extras in this box steht hier drin. Also ja, das ist wohl jetzt immer so der Fall. Apropos luxuriös, ich habe auch Schmuck von mein.um. Das ist echt Schmuck, ne? Und da könnt ihr mit Claudi 30 immer 30% drauf sparen. Und auch die Versandkosten, wenn ihr möchtet. Ich setze euch den Link mal in die Infobox. Ich mag den Schmuck irre gerne. Hier habe ich jetzt einmal die Luxurious Box. Luxury Box. Die soweit erstmal fast nach nichts riecht, so ein bisschen ganz, ganz leicht, würde ich sagen, hat es was von Orange mit dabei. Also da wurde ein bisschen Fußball mit gespielt und ich sehe hier definitiv hochwertige Marken drin. Also da geht jetzt ein bisschen mehr die Party ab. Ich habe auch hier Gott sei Dank immer so ein Heftchen mit dabei, wo drin steht, was drin ist und man bekommt auch so ein bisschen quasi diesen Flow. Also dass man hier dieses Hello Beautiful hat, Edition Nummer 1 steht hier auch und dann hat man Einführungsworte. In unserer ersten Luxury Box des Jahres 2024 stehen kraftvolle Inhaltsstoffe im Fokus. Allen voran Kollagen. Das finde ich cool. Als Schlüsselbaustein der Hautstruktur verleiht es deiner Haut nicht nur Geschmeidigkeit, sondern fördert auch ihre Elastizität für eine einfache und dennoch effektive Hautverjüngung. Freue dich auf hochwertige Pflegeprodukte für Haut und Haar und lass dich von verschiedenen Texturen und Wirkstoffen überraschen. Wir haben dir in dieser Edition unsere Highlights für deine natürliche Schönheit zusammengestellt. Okay, also wahrscheinlich eher weniger dekorative Kosmetik. Schade. Neben luxuriöser Pflege erwarten dich ein verführerischer Duft sowie unsere, unser Lieblingsprodukt für ausdrucksstarke Augenbrauen. Damit du noch etwas mehr strahlst, findest du zudem ein funkelndes Accessoire in deiner Box. Nimm dir eine Auszeit und mach es dir gemütlich und entdecke die neue Luxury Box. Wir hoffen, dass unsere Produktauswahl deine Sinne verwöhnt und wünschen dir jede Menge Freude beim Testen. Okay, bin ich mal gespannt. Unsere Skincare-Tipps für die kalte Jahreszeit. Ja, also ich habe übrigens auch so ein Vergleichsvideo mal gedreht, kann ich euch im E-Mail verlinken, wo ich verschiedene Boxen euch halt vorgestellt habe, wo ich euch sehr grob erzählt habe, was so drin ist. Ne? Grob ist gut, es war schon sehr detailliert, also nicht, es war sehr nur die Fakten, genau, Fakten. Emotionslos, so wollte ich das sagen. Schaut gerne vorbei, falls ihr noch nicht wisst, welche Beautybox für euch so die geeigneteste sein könnte. Das könnte auf jeden Fall helfen. So, ich starte mit etwas und da haben wir tatsächlich auch ein Produkt drin, was dekorative Kosmetik ist, das hatten wir, glaube ich, auch mal in so einem M-Asam oder Asam Beauty Wundertüte. Magic Finish Perfect Brow Powder Kit. Ja, mit Hyaluron, das ist immer ganz nett. Und hier haben wir die Farbe Light. Ich weiß nicht, ob ich irgendwie in einem Beauty-Profil angeben konnte, welche Haarfarbe ich habe oder so, ne? Das ist immer so die Sache. Ich meine, dass wir in diesen Boxen sonst Medium drin hatten und das war mir definitiv zu dunkel. Ich mag M. Asam sehr, sehr gerne, vor allem die Magic Finish Produkte, sprich die dekorative Kosmetik, spricht mich sehr an. Und das ist auch wirklich farbtechnisch meins. Also, huch, ciao, das war ein kleines Bulli. Das kommt auch in meinen Full-Face Beauty Boxen rein. Ob dieses Produkt, was ja eigentlich eher vom Preis her Drogerieniveau ist, in eine Luxury Box gehört, ist jedem selbst überlassen. Ich persönlich empfinde die M. Asam Magic Finish Produkte als schon relativ luxuriös und dementsprechend passt es für mich persönlich in diese Box rein. Ich finde es cool, doch, muss ich sagen. Ne? Ich mag das auf jeden Fall und für mich ist es auch ein klasse Produkt. Kostet wahrscheinlich 15 Euro oder so. 14,99 Euro und dementsprechend ist das hier auch eigentlich eine ganz gute Kiste. Ne? Hier habe ich jetzt etwas von Sensai drin. Das ist so ein Duo, das hatte ich auch irgendwie adventskalendertechnisch schon mal irgendwo mit dabei. Double Delivers Beautiful Silk Skin.
Das ist dieses hier. Und das ist ein Sample Set. Ob ein Sample Set in eine Luxury Box gehört, auch da ist es wirklich Ansichtssache. Ich persönlich empfinde Sensei als Marke super luxuriös und finde es sehr, sehr schön, dass wir sowas hier mit drin haben, weil ich das feiere. Also muss ich wirklich sagen, ich hätte jetzt auch nicht erwartet, dass wir das als Full Size hier drin haben, weil dafür ist es, glaube ich, zu teuer. Hier steht auch kein Preis, das werde ich online mal recherchieren. Und genau, weil wir haben hier wirklich kleine Größen drin, zwei Stück. Das ist... was haben wir denn hier? Einmal die Cellular Performance Lotion 2 Moist 7 ml. Ist das Glas? Das ist krass. Und die Emulsion 2 Moist. Auch hier haben wir 7 ml. Das ist halt so ein Set. Ne? Das sieht soweit so hübsch aus. Und ich denke, dass das einfach so ein kleiner Start für die Skincare-Routine sein wird, oder? Oder irre ich mich da? Hydrate and Nourish, genau, Feuchtigkeit spenden und nähren, das ist halt immer super wichtig, ne? Also, ja, genau, dass man erstmal der Haut Feuchtigkeit gibt. Also bei meiner trockenen Haut ist es immer so eine Sache, dass ich halt dann auch immer zusehe, dass ich sie mit Feuchtigkeit versorge und damit werde ich das auf jeden Fall ganz gut hinkriegen. Ich glaube, das ist Toner und Serum, wenn ich das richtig sehe. Als nächstes habe ich hier was drin und zwar Jill Sander Sunset, Natural Spray. Okay, also das ist wirklich das Parfum. Finde ich ehrlich gesagt schön. Ich persönlich werde es jetzt nicht verwenden, weil, also es ist eine Full Size mit 30 Millilitern. Bei mir hat es halt emotionale Gründe. Meine Mama hat es damals getragen, als meine Eltern halt noch zusammen waren. Und deswegen kann ich persönlich einfach diesen Duft für mich nicht so wirklich an mir selber oder an jemandem so riechen, ohne dass ich das halt mit Sachen aus der Vergangenheit in Verbindung bringe, die man halt einfach abhaken möchte. Ne? Und deswegen ist es jetzt kein Duft, der bei mir bleiben wird. Das ist zwar nicht der Sun, sondern der Sunset, aber trotzdem, die haben schon Ähnlichkeit. Ich hatte den auch schon mal als Haarparfum und ich finde, der ähnelt dem schon. Der ist ein bisschen mehr in die abendliche Richtung, ist aber trotzdem auch dieses zitrisch-orangige, aber so eine richtig schöne, warme Orange mag ich sehr, sehr gerne eigentlich. Aber wie gesagt, das... Ich habe halt so ein richtiges Duftgedächtnis, sodass dann halt auch Situationen oder Zeiten eben mit sowas in Verbindung gebracht werden. Und das möchte ich eigentlich für mich schon vermeiden. Ne? Also genau, also es war eine schöne Zeit, als sie zusammen waren im Großen und Ganzen. Aber es sind halt auch dort Dinge passiert, die ich gerne nicht unbedingt immer wieder vor Augen geführt bekommen möchte. Dementsprechend wird das nicht bei mir bleiben. Aber ich glaube, dass viele sich drüber freuen werden. Ich schaue mal, ob wir hier in dem Heftchen auch drinstehen haben, was hier die Duftkomposition sein soll. Sinnliche Rose, hier weiche Noten von Patchouli-Blüten, Vanille, das ist natürlich richtig cool. Ne? Erinnert an den sinnlichen und glühenden Sonnenuntergang über einem warmen Sandstrand. Warum verbinde ich das denn mit Orange? Vielleicht die Verbindung von Vanille und Patchouli, das weiß ich jetzt so nicht. Genau, und hier haben wir halt ein bisschen mehr noch die Rosennote mit dabei. Ne? An und für sich, wie gesagt, ein cooles Produkt und finde ich auch sehr, sehr gut hier drin aufgehoben. 36 Euro hat das Parfum an Wert und ich finde, das passt auch ganz gut. Das hier ist natürlich super luxuriös, weil Rodial ist eine sehr, sehr teure Marke. Das sind die Kollagen-Drops mit 10 Millilitern. Das ist dann eine kleinere Größe, also nicht unbedingt eine Full-Size, denke ich mal. Aber Kollagen ist eine schöne Sache. So schaut das einmal aus. Und Kollagen ist halt ähnlich wie bei Squalan-Produkten so öliger unterwegs, weil Kollagen, Squalane und so weiter, das sind eher so Lipide, das sind Öle, die dafür sorgen, dass wenn du die auf die Haut aufträgst, dass sie die Haut regenerieren und die Haut vor dem Austrocknen bewahren, weil sie sich halt wie so eine Schutzschicht auf die Haut begeben und dann halt vermeiden, dass du austrocknest, also dass dann quasi hier Wasser verdunsten kann. Und ist in der Winterzeit super gut aufgehoben. Ich verwende jetzt auch aktuell Kollagen, das von Charlotte Tilbury, weil ich da ja die Linie so ein bisschen austeste, falls ihr da übrigens eine Review zu haben wollt, also dass ich da mal wirklich ein komplettes Charlotte Tilbury Skincare Video mache, schreibt mir das gerne hier mal in die Kommentare, dann kann ich mal gucken, wie ich das dann voneinander bekomme, weil ich habe auch die Produkte, die ich schon aufgebraucht habe, hier mein aufgebraucht Video, das letztens erst online gekommen ist, die habe ich auch aufbewahrt und auch Produkte, die ich aussortiert habe, sind natürlich auch noch aufbewahrt worden. Kann ich machen, wenn ihr möchtet, dazu muss ich halt einfach das von euch wissen, ne? Genau, und solche Kollagen-Drops, die sind sehr, sehr hochpreisig. Allein diese 10 Milliliter haben Wert von 38 Euro. Das ist schon viel. So, fehlt natürlich noch was hier für... Oh, das ist Hautpflege. Ich dachte, das wäre für die Haare, weil es so spraymäßig aussieht. Ich dachte, das wäre irgendwie ein Trockenshampoo. Nee, das ist biomimetische Hautpflege von Venya. pH 3,6.
hat, Haut hat, glaube ich, 5,5, oder? Das ist irgendwie so. Aufpolsternd, durchfeuchtend und glättend. Healthy Aging Collagen Sprayer. Es dreht sich alles um Kollagen. 50 Milliliter sind hier drin. Sagt mir jetzt so gar nichts. Da muss man wahrscheinlich ein bisschen auch aufpassen, dass du es nicht irgendwie in die Haare reinbekommst. Stärkt das Mikrobiom. Thema Mikrobiom wird natürlich auch ein bisschen mehr werden jetzt so in nächster Zeit. Also da geht es halt eigentlich darum, dass du deine Hautbarriere stärken musst. Also wenn du jetzt Mikrobiom, wenn dir das nicht unbedingt was sagt, kann dir vielleicht Hautbarriere stärken, mehr was sagen. Und das ist frei von Duftstoffen, Mineralölen, PEGs, Emulgatoren und Silikonen. Aha, ja, also das sprühst du dir auf die Haut. Verrückt, ne? Also wartet nicht alle gibt, finde ich fancy, mag ich auf jeden Fall. Und ich denke, das werde ich auch austesten. Klar, wir haben jetzt im Prinzip zwei Serien aus dem Kollagenbereich, sowohl von Fenja das Spray als auch von Rodial die Drops. Das ist jetzt vielleicht doppelt gemoppelt hält besser. Hier habe ich von Alterna Caviar Anti-Aging Restructuring Bond Repair Maske. Oh, 36 Milliliter. Das ist Prevents Breakage. Nee, das ist bestimmt für die Haare, oder? Oder ist das fürs Gesicht? Ja, für die Haare, genau. 2 bis 3 Minuten lässt du es drin und dann kannst du es auswaschen mit Kaviar. Mm. Edel, sprach der Wedel. Das passt natürlich auch total in diese Box, muss ich wirklich sagen. Und ich habe keine Ahnung. Nee. Wow. 36 Milliliter, was ja vielleicht 2 Anwendungen sind, ne? Haben einen Wert von 12,50 Euro. Das ist schon derbe. Das kann man sich auf jeden Fall mal angucken. Gut, ich hatte jetzt letztens auch eine Maske, aber die hatte weniger Inhalt, ne? Die hat auch ihre 50, 55 Tacken gekostet. Da könnt ihr mal bei Purish vorbeigucken, falls ihr mal richtig Bock habt, euren Geldbeutel weinen zu sehen. Die Money Mask von Color Wow mit Chris Appleton. Oh mein Gott. Ist auch auf meiner Purish Creator Page. Das heißt, da kriegt ihr auch 15% Rabatt drauf. Immerhin, ne? Aber die fand ich mega, mega gut. Genau. So, und dann habe ich jetzt hier auch noch das angekündigte Accessoire. Und das ist etwas von Purelay. Von der Verpackung her könnte das gegebenenfalls aus dem Adventskalender 2022 sein. Wenn ich mich nicht irre. Das hatten die jetzt ja auch bei, also hier Barbara Box und so. Die hatten ja... Also Barbara Box, Pink Box, Luxury Box und so weiter, die gehören ja zur Meta Crew, zur Beauty Love Gruppe. Und deswegen hast du da manchmal auch ähnliche Produkte drin. Und die hatten halt in den Adventskalendern Produkte drin, Schmuck drin von Purelay aus dem Adventskalender 2022. Das hier scheint aber 2023 zu sein. Kommt mir auf jeden Fall bekannt vor. Ja, genau. Aber schön. Habe ich die nicht schon? Muss ich gleich mal gucken. Finde ich auf jeden Fall hübsch. Das sind so Sterne, ne? Als Ohrstecker mag ich auf jeden Fall gerne. Das ist jetzt Modeschmuck, aber es passt schon zur Luxury Box, finde ich. Das kann man auf jeden Fall machen, ne? Sind hübsche Ohrsteckerchen, kann man definitiv machen. Kann ich mir an mir auch sehr gut vorstellen, ne? Vielleicht sogar eher für mein zweites Ohrloch hier oben. Da kann es auf jeden Fall was werden, weil wir hatten ja auch die Elemente. 5 Elemente als Motto von dem Adventskalender von Purelay letztes Jahr. Und ich meine, dass die auch mit drin waren. Finde ich ganz interessant, dass es jetzt hier in der Luxury-Box zu finden ist. Nun, ja, das hier ist jetzt einmal die Box gewesen. Es waren also doch relativ kleine Produkte. Werttechnisch sind die ja eigentlich immer so zwischen 150 und 200 Euro, wenn ich mich richtig erinnere. Ja, wenn ich jetzt bedenke, ich habe ja 50 Euro dafür ausgegeben, ist das schon mal eine Sache, ne? Aber ich finde es auf jeden Fall besser als letzten Monat. Da war ich doch, also nicht letzten Monat, sondern als bei der letzten Box, da war ich doch schon sehr enttäuscht. Hier bin ich jetzt eigentlich schon recht besänftigt und freue mich drauf, die Produkte zu verwenden. Wir haben was für die Haare mit dabei, was fürs Gesicht. Körper im weitesten Sinne... Nee, eigentlich nicht. Körper haben wir nicht mit dabei. Der wurde außen vor gelassen. Dekorative Kosmetik ist ein bisschen mit dabei und ein bisschen Schmuck. Kann man auf jeden Fall machen. Also ich würde schon sagen, für die Produkte an und für sich hätte ich 50 Euro bezahlt, aber halt nicht das, was dafür ausgerufen wird. Da bin ich halt froh, dass ich diese Box im Abo habe. Aber schreibt mir auch gerne mal in die Kommentare eure Meinung über diese Box. Und jetzt haben wir Januar, wo ich die Box bekommen habe. Januar, Februar, März. Das heißt, ja, Richtung Ostern kommt dann die nächste Box. Da bin ich auch mal gespannt, ob uns da ein Osterei drin erwartet. Ihr Lieben, das wäre es hier gewesen. Wenn es dir gefallen hat, wäre ein Däumchen, ein Träumchen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.